Guten Morgen. Ich meine, guten Morgen. Ich bin schon wieder auf Guten Morgen-Trip. So unfassbar, ne? Ich bin immer voll verpeilt, wenn ich teilweise hier in meinen Stream reinkomme. Genau, ich. Guten Abend. So, ganz offiziell nochmal. Guten Abend. Hi hier, Ro. Schön, dass du da bist. Genau, ich. Wie der Titel schon sagt, bin ich heute nicht alleine. Ihr seht die Person bloß noch gar nicht. War auch schon angekündigt vor. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen hatten wir schon irgendwie das angekündigt. Oder hatte ich das schon angekündigt, weil ich dann im Stream, glaube ich, mit der Person schon gesprochen hatte, ganz kurz im Chat. Genau, und letzte Woche habe ich sie angekündigt. Und zwar ist bei mir zu Gast heute die Birgit Kratz. Und damit ihr sehen könnt, mit wem wir es zu tun haben, wechsle ich einfach mal die Szene. Und jetzt sollt ihr sie sehen. Genau, ich wechsle einmal kurz bei mir die Kameras, damit ich auch Birgit angucke, wenn ich. So, geht das jetzt? Okay, sehr gut. Oh, vielen Dank, Bugs Bunny, fürs Subscriben. 14 Monate in Folge. Krass, vielen Dank. Okay, ich habe deinen Namen schon genannt, aber stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du so und woher kommst du und wie geht's dir und irgendwas, erzähl was. Ja, hi, ich bin Birgit. Ich bin, woher komme ich? Ich wohne jetzt in der Nähe, also irgendwo zwischen Düsseldorf und Köln in Dormagen. Bin aber gelernter Ossi, sage ich immer. Bin im Osten groß geworden. Habe lange in Dresden gelebt und irgendwann hat es mich hierher verschlagen. Und jetzt lebe ich hier mit meinem Mann und zwei Katzen in einem Haus. Ja, ich bin Java-Entwicklerin, bin hier also komplett irgendwie im JavaScript-Umfeld, kenne ich mich gar nicht aus. Aber ja, das hat ja einen anderen Grund, warum ich heute hier bin. Also das, was wir heute machen wollen, das ist nicht Java gebunden oder nicht JavaScript gebunden oder nicht irgendeine andere Sprache gebunden. Was mache ich sonst noch? Ich bin Freelancerin. Gebe auch bin hauptsächlich im Java Backend-Umfeld, also Spring Boot hauptsächlich und tätig, gebe auch Spring Boot Schulungen und was mache ich noch? Ich organisiere noch Softwareskammern mit. Softwareskammern kennt ihr vielleicht, weiß Aber ich in Hamburg nicht. auch, also ich kenne es auch wieder aus Habt ihr in Hamburg, genau. Hamburg? Ja. Ich mache die in Köln und in Düsseldorf. Ich sage mal, ich darf beides, weil ich zwischen den beiden Orten wohne. Und hier trinkt man Kölsch und Alt und Okay. sagt Hello und Alaaf. Also, Das ist bei dir genau. zulässig. Der Stefan sagt, moin, bei ihm hat es auch mit Java angefangen. Genau, hallo Stefan, hallo. Easy Pink, schön, dass du da bist. Genau, okay, weiter. Das Ja. heißt, hast du denn ein, genau, bist du Java-Entwicklerin, hast du denn irgendein Thema in Java, wo du sagst, das ist so mein Herzensthema? Wenn man irgendwie mich oder wenn man ein bestimmtes Thema googelt, dann fällt relativ schnell mal, oder wenn man sich umhört in der Community, dann fällt recht schnell mein Name. Gibt es da so ein Thema, wofür du so stehst? Ich glaub noch nicht, nee. Obwohl ich manchmal so Talks gebe bei Konferenzen. Ich war jetzt erst wieder auf der Javaland am Nürburgring letzte Woche. Aber so ein festes Thema habe ich da eigentlich nicht, nee. Mein Steckenpferd ist tatsächlich so ein bisschen Testen. Also Unit-Testen, Test-Driven Development. Aber ich interessiere mich auch mehr für so die Prinzipien rund ums Programmieren. Also was bedeutet es, da guten Code zu schreiben oder ja, welche Mittel habe ich da, das machen zu können? Und das ist ja nicht immer sprachbezogen. Ja. Nur meine Sprache ist jetzt halt in dem Fall Java. Ich hab mal mit C und C++ angefangen. Aber ich habe jetzt festgestellt, ich habe einen Vortrag gehalten über JNI und das neue Foreign Functional Memory API in Java, jetzt mit 22. Und da musste ich ein bisschen C-Code schreiben und C++-Code schreiben. Das war schon hardcore für mich, so nach 20 Jahren. Ja. Okay, das heißt, das ist schon etwas länger her bei dir, sagst du. Ja, so ungefähr 20 Jahre, dass ich das mal zuletzt gemacht habe. Okay, Ja. der Hero sagt, er schaut sich bald Testcontainers an.
cool Ja, aus weil mit hier das Spring Boot. T-Shirt habe, ne? Ja. Mit Spring Boot Cooles Tool. 3.1, ja. Okay, sehr cooles Tool. Unbedingt einsetzen. Also, Okay. was Besseres gibt es fast nicht. Okay, Testing, ne? Habe ich ja schon, ist mir natürlich sofort dein Shirt ange aufgefallen. Test the day keeps the bug away. Finde ich lustig, ja. Das heißt, gibt es denn, ich komme ja aus der Frontend-Welt, ne? Und entwickelst du denn mehr Server-Applikationen oder auch UIs? Oder macht Nee, man UI beides ist als Job? tatsächlich eigentlich gar nicht Ja. mehr. Habe ich früher mal gemacht. Ich hätte mich früher wahrscheinlich noch eher Full-Stack-Entwickler genannt als jetzt. Jetzt würde ich sagen Okay. Backend-Full-Stack-Entwickler. Ja. Aber nicht mehr Full-Stack. Das Also heißt, mit Backend Full Stack MVC. heißt dann sowas wie REST-APIs und Datenbankanbindung und Security Layer und so ein Kram. Ja, und eben halt auch in Richtung Cloud und Ah, okay. alles mit dran hängt, ja. Okay, cool. Ja. Heißt, ich nehme dich mit in meine Liste auf für Leute, die ich anrufen kann, wenn ich eine Frage zu sowas habe. Sehr gut. Na. Hallo, Easy, hallo Radio Signal, schön, dass du da bist. Okay, dann wollen wir in das Thema einsteigen, wenn du bereit bist. Und Ja. zwar steht hier bei mir Mutation Testing. Mutation Testing. Genau. Ja, Mutation Testing, ja. Mutanten killen. Was genau ist das? Genau, erzähl mal. Und vor allem, Mutation Testing, wie genau. bist du auf das Thema gekommen? Fällt einem das irgendwie grundsätzlich als Testentwickler oder als Entwickler, der viel testet, fällt einem sowas auf die Füße und man kommt da drüber? Oder ist es etwas, wo man sich schon wirklich nachsuchend umschauen muss, damit man das Thema findet? Nee, das ist tatsächlich mal, ich war bei der Sokrates. Ich weiß nicht, ob ihr die Konferenz kennt. Den Namen schon mal Software gehört. Crafting War and das Testing Mainz Conference. oder so die Ecke? Nee, die ist immer in Soltau, Okay. Ende August. Okay. Die heißt Sokrates, also ist Abkürzung für Software Crafting and Testing Conference. Und da war einer mal da mit diesem Thema Mutation Testing, und ich fand das super spannend und super interessant, so dass ich mich da auch ein bisschen ja schlau gemacht habe und halt mal geguckt ob ich das in meinem Projekt mit anwenden kann. Wo geht's? Da geht's im Prinzip darum, festzustellen, wie gut oder nicht gut meine Tests sind, die ich so geschrieben habe. Also Test your Test ist so das Okay. Thema. Okay. Okay, das könnte man jetzt endlos weitertreiben, ne? Test your Test your Test und so. Aber nee, also es geht eigentlich nur um Test your Test. Also wenn ihr schon Tests schreibt für eure Sachen, die ihr entwickelt, entweder vorher oder hinterher, erstmal egal, ne? Kann man ja nicht mal 100 Prozent die Abwesenheit von Bugs beweisen. Mit Tests kann man nie die Abwesenheit von Bugs beweisen, ne? Und manchmal wählt man für die Tests auch, was weiß ich, falsche Daten, mit denen man da testet, oder testet nicht so die Corner Cases ab, oder testet nur den Gutfall und nicht den Schlechtfall und so weiter, ne? Und da kann mir dann quasi Mutation Testing helfen, da ein bisschen bessere Tests zu schreiben oder erstmal meine Tests zu analysieren und zu gucken, ob ich da vielleicht meine Tests besser schreiben kann oder vielleicht auch sogar irgendwas im Code falsch gemacht habe. Also das kann man selbst auch damit feststellen. Okay. So, das Prinzip gibt es schon seit über 50 Jahren. Die Frameworks dazu gibt es, glaube ich, seit ungefähr 20, 30 Jahren. Okay. Und das Prinzip sagt halt, du hast deinen Code und du hast deinen Test zu dem Code, und die Tests müssen alle grün sein. Und jetzt, wenn du hingehst und eine Kleinigkeit irgendwo in deinem Code änderst, nicht in den Tests, im Code, was weiß ich, du aus Versehen machst du da aus dem Gleichen ungleich oder aus einem Größer machst du aus Versehen kleiner gleich oder größer gleich und so weiter, ne? Also du änderst irgendwie ein bisschen deine Logik in deinem Code,
Und dann lässt du alle Tests nochmal laufen. Was würdest du erwarten, was passiert? Dass, wenn ich den Fall irgendwie abgetestet habe, dass das dort dann genau knallt. Genau, dass mindestens ein Testfall schief geht, ne? Genau. Und genau das ist Mutation Testing. Du mutierst quasi deinen Produktionscode, den du vollständig abgetestet hast oder so gut wie möglich mit grünen Tests. Und jetzt mutierst du eine kleine Stelle und du erwartest, dass jetzt mindestens ein Test schief geht. Und wenn das nicht passiert, dann ist irgendwas nicht richtig abgetestet oder irgendwas an der Logik, die du da geändert hast, ist vielleicht noch schief. Okay. Und dieses Ändern im Code, das nennt man den Mutanten, deswegen Mutation Testing. Und wenn du diesen Mutanten killst, also mindestens ein Test rot wird, dann ist alles gut. Wenn aber weiterhin alle Tests grün bleiben, dann hast du den Mutanten nicht gekillt, der hat überlebt. Und das ist nicht gut. Okay. Gut. Das heißt, wir ich brauche dafür auf jeden Fall, also es ist ein Ersatz zu Tests, sondern es ist quasi eine Erweiterung für Tests. Ist eine Erweiterung, ja. Dass mir ein bisschen Auskunft darüber gibt, wie qualitativ gut sind meine Tests oder meine Testdaten, mit denen ich da arbeite, ne? Okay. Und da gibt es halt verschiedenste Sorten von Mutanten, also so logische Mutanten oder dass man irgendwie sagt, ich Void-Methoden, ich weiß, gibt es in JavaScript Void-Methoden, also Ja. Methoden, die nichts zurückgeben. Void-Methoden, die rufe ich dann einfach mal nicht auf. Oder Methoden, die was zurückgeben, die geben dann immer null zurück. Zumindest in Java ist das so, dass. Oder ich gebe irgendwo null rein, wenn in Methoden aufrufe. Also da gibt es eine große Variabilität an Mutanten, die ich da anwenden kann. Und das Ding ist, ich darf immer nur einen Mutanten pro Durchlauf quasi anwenden und dann alles wieder zurück und den nächsten Mutanten und so weiter. Und so kann ich quasi eine große Menge an Mutanten durchtesten und gucken, wie meine Tests darauf reagieren. Und Okay. da man das nicht per Hand machen will, gibt es dafür Frameworks, Okay. die einen dabei unterstützen. Aber dieses, wenn ich jetzt eine Null übergeben würde und so weiter, ne? Ich frage einfach mal wirklich mit jemandem, der überhaupt kein, oder ich habe mal in einem Java Spring Boot Workshop gesessen, weil mein Arbeitgeber meinte, du bist ja Java-Entwickler, dann musst du auch Java können. Kein Witz. Und habe dann nebenbei Projektarbeit gemacht. Und ich habe auch hier mitgekriegt, dass es dort bei Java auch irgendwie. Da hat man ja Typen oder die Sachen sind ja alle typisiert, alles stark typisiert, so wie wir das ja mit TypeScript kennen, zum Beispiel. Und ersetzt ist dieses, ich übergebe ein Null oder ich gebe nichts zurück und so weiter. Wird das nicht normalerweise schon von der Programmiersprache abgefangen oder wo ist jetzt hier die Nicht Lücke, die ich quasi finde? in Ah, Java, okay. in anderen Sprachen ja, sowas wie Kotlin und so, da kann ich definieren, dass etwas nicht null sein darf. Aber in Java kann so ein Objekt grundsätzlich eigentlich auch immer null sein. Okay. Außer in Java hast du ja noch so wie nennt sich das, diese Typen komme jetzt nicht auf das Wort. Diese Basistypen, Primitive Int Typen. und Byte und Char und so, ne, die können nicht null sein. Okay. Aber alles, was Hier kam gerade das Wort primitive Typen. primitive Typen, genau. Sehr gut. Aber alles, was ein Objekt ist, kann grundsätzlich auch null sein. Ah, okay. Und du kannst das natürlich abprüfen, wenn du in der Methode drin bist, kannst du natürlich prüfen, ist der Parameter, der da übergeben wurde, ist der null oder nicht, dann reagier da drauf. Aber du kannst es jetzt nicht verhindern, dass da per se kein Null übergeben werden darf. Oder Null zurückgegeben, wenn es ein Objekt ist, was du zurückgeben willst, dass dann kein Null zurückgegeben werden kann. Das kann man immer erst nur in der Methode abprüfen, Ja, die okay. man hat. Ja.
Das ist ein bisschen anders, zum Beispiel mit Kotlin, da kann man halt sagen, ich glaube, alles ist per se bei Kotlin nicht nullable, du musst das explizit nullable machen und so weiter und so fort. Ja, es ist in TypeScript mittlerweile auch so, dass eben alles, wenn man es strikt hat, dann ist es alles nicht nullable, genau. Genau, hier kam gerade schon noch mal ein paar Bemerkungen von Hero kam. Er hat mal von Marco Emrich zum Thema Mutating Testing einen Vortrag gehört. Super Sache. Und man kann sich auch so vorstellen, dass man seine Tests auf dass deine Tests auf deinen Code mit grünen Kugeln feuern und das Verhalten möglichst genau umreißen. Die Wand wird grün, die Mutanten, die komisch gegenüber dem Original verformt sind, werden dann getroffen und hinterlassen hoffentlich eine rote Spur an der Wand. Okay, Ja, sehr, sehr bildlich gesprochen. sehr wirklich. Genau, und Stefan sagte gerade zu meinem, wo ich sagte, von wegen fängt das eigentlich nicht die typisierte Sprache ab, sagt natürlich, Typisierung hilft ja nicht gegen Logikfehler, die wie kleiner statt größer und so weiter. Ja, okay. Ich meine, ich hätte ein Java-Beispiel, was ich euch mal zeigen Ja, mach kann. doch. Ja. Also ich glaube, Code lesen kann ich. Und wir haben ja auch ein paar Java-Leute dabei im Stream, auf jeden Fall, das weiß ich. Und Okay. grundsätzlich sind wir offen für alles. Okay. Dann würde ich mal mein IntelliJ teilen. Ja, mach das gerne. Okay. Share. Und ich würde auch mal mein nach meinem Google nehmen wir das hier. So. Okay, IntelliJ. Sieht man das gut? Ja, richtig gut. Okay. Dunkel ist auch okay, ne? Also ich habe hier ein kleines Spring Boot-Anwendung. Das ist so eine Robobar, nennt sich das. Hier habe ich es mal aufgerufen. Das ist im Prinzip sowas, da kann ich Drinks bestellen und kann die dann, kriegt die dann. Und wenn ich halt hier so ein alkoholisches Getränk bestelle, dann muss ich halt mindestens 18 sein, glaube ich, um das bestellen zu können. Okay. Dann muss ich halt mein Alter angeben. Ich schwindel jetzt mal. Und dann geht das halt, ne? Und ja, das ist so eine Spielanwendung. Jetzt habe ich hier auch Tests zugeschrieben zu diesem Ganzen. Hier unter Tests, Drink Service Test und Robobar Controller Test und so weiter. Und wenn ich das jetzt die ganzen Tests mal laufen lasse mit Testabdeckung. Wo ist es? Kann ich das nicht? Ach doch. Run-Tests. Ich dachte immer, ich könnte hier mit Testabdeckung das machen. Es geht auch irgendwie. Ich komme jetzt noch nicht drauf. jedenfalls hätte ich dann wohl 100% Testabdeckung. Okay. Und geht denn das jetzt nicht? Dann habe ich das hier nochmal. Code Coverage Report. Natürlich hat das jetzt nicht funktioniert. Ich muss es wahrscheinlich bauen. Ich muss es erstmal bauen. Ich habe es lange nicht gebaut. Ist immer so ein Schritt, den es bei JavaScript nicht hilft. Vielleicht ist Coverage im Run-More-Kontextmenü, sagt Stefan. Ah, irgendwas ist auch schief. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ah, Version not supported. Ach so, ich habe wahrscheinlich kein Version. Ich habe nur die 17er hier. Okay. Dann stelle ich das gerade mal auf Java 17 um. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Kennen wir alles diese Umstände, dass wir schnell was umstellen müssen? Dafür haben wir diese ganzen Version Manager und so weiter, ne? Genau. Naja, ich hätte auch nach 21 umstellen können. Ich habe nur für mein letztes Projekt brauchte ich ein, nee, Java 22 sogar, glaube ich. Okay. Immer noch nicht.
Ach so, jetzt brauche ich hier eine neue EDE wahrscheinlich. Eine neue nach. Das Terminal. Ich das nicht auf 17, habe ich das auf 21 gestellt, tatsächlich. Muss gerade mal gucken in der Prom. Ah, tatsächlich auf 21 gestellt. Nein, ich stelle es mal auf 17. Sollte eigentlich auch gehen. Warum ist sowas wie bei den Java-Projekten wahrscheinlich die Package.json oder so, ne? Wenn, wie bei JavaScript-Projekten, wo drin steht, welche Abhängigkeiten habe ich und so weiter? Oder was ist das? Das ist jetzt May, ich mache das Ganze mit Maven Okay. und da sind meine ganzen Dependencies so Ja, drin, die okay. ich Dann ist es genau das, was ich meine, gerade vermutet habe. genau. So, habe ich jetzt eine Testabdeckung? Lass mal schauen. Ja. Für die So. Nicht-Java-Leute 17 und 21 sind die beiden letzten Versionen mit Long-Term-Support. Okay. Genau. Also ihr seht hier, das ist praktisch jetzt der Testabdeckungsreport und ich habe hier überall 100% stehen für alle Klassen, sowohl in den Instructions als auch in den Branches. Und also ich bin überall mit te meinen Tests durchgegangen und sind alle grün. Sonst hätte ich das Ganze jetzt auch nicht bauen können. Also Das meine Tests 100% waren, heißt ja. 100%, du gehst auch jeden einzelnen Switch Case zum Ich Beispiel durch, oder was heißt 100%? gehe durch jede einzelne Instruction hier durch, die ich hier Okay. habe und so weiter. Genau. Und gehe hier mindestens überall einmal durch. Warum kann ich denn das hier nicht mit more? Hier mit Run Test with Coverage. Da Ja, hätte komm. ich es machen können. Genau. Hat der Stefan recht gehabt? Genau, Habt ihr Stefan? recht gehabt. Stefan, ein treuer Zuschauer. Ja, und Wir dann haben sieht man uns. das hier auch nochmal, wo der überall durchgegangen ist, hier an diesen Ja? grünen Balken hier. Und der ist halt durch meinen ganzen Source Code ist der einfach überall durch, na, außer einmal hier bei Spring Boot Application. Durch die Main-Methode ist er nicht durch, aber das schenken wir uns jetzt mal. Alles andere, was Logik und so angeht, wird alles abgetestet. So, jetzt haben wir ja die Applikation. Ich starte sie am besten nochmal. Ich habe sie jetzt nochmal neu gebaut. Jetzt wird ja gesagt, alkoholische Getränke darf ich nur kriegen, wenn ich 18 bin, ne? Jetzt bestelle ich mir hier so ein Bier. Und sag hier, ich bin 18. Und dann sagt er ja, only adults can buy alcohol. Hallo, wie alt muss ich denn sein? Also irgendwie Welche 19? 21? 19 reicht, ne? 18 Ah, nicht. Also das irgendwo, größer gleich hast du vergessen. Okay, alles klar. So, jetzt, das hätte mir jetzt quasi schon mein Mutation-Test sagen können, dass ich da irgendwo noch vielleicht einen Logikfehler habe, dass ich da mit den falschen Daten teste. Also ich teste hier mit 24 Jahre alt und ist allowed to buy Alkohol? Ja. Und mit 12? Nein. Aber mit 18 habe ich es jetzt nicht getestet. Also diese Corner Cases habe ich jetzt hier nicht getestet, ne? Okay. So 17 und 18 und so. Das sind so typische Fehler, die ich da vielleicht mache. Und wenn ich jetzt hier den Mutation-Test drüber laufen lasse, da müsste ich aber auch erstmal in meine README gucken. Da habe ich mir dann so ein bisschen aufgeschrieben, wie ich das aufrufen muss. Hier mit Mutation-Coverage. Okay. Baue ich nochmal meinen. Ich mach das mal. Baue ich nochmal mein Projekt.
Ich hoffe, das läuft. Dann kriege ich hier so ein Coverage-Report erstellt. Den legt der Bewerber hier unter. Müsste er gleich machen. Dauert ein bisschen. Ja. Na, mach noch mal Reload. Wo ist mein Test? Mein PyTest Report? Weg, nicht da. Hat er irgendwo an, wo er ihn legt? Eigentlich müsste der hier unter, ist der unter Schuh? Nee. Das ist Schulfeier, das ist meine Testabdeckung. Guck mal, der André Sauder ist auch da. Hallo André, schön, dass du da bist. So, Mutation Testing Report. Ah. Ja, irgendwie habe ich den dann doch. Okay. Unter Dann Python. seht ihr hier, der sagt mir immer noch, die Line-Coverage ist immer noch 100%, ne? Aber die Mutation-Coverage ist nur noch 79%. Also wie viele Mutationen habe ich gehabt? Also 43 und ich habe aber nur 34 davon gekillt, sozusagen, mit meinen Tests. Okay. Und diese Test-Strength sagt so, wie viele Mutations. Da gibt es eine Definition für Mutation Coverage und Test Strengths. Ich müsste jetzt auch erstmal nachgucken, was da jetzt nochmal der Unterschied ist, aber Test Strengths sagt mir praktisch nochmal genauer, ein bisschen tiefer, wie da meine Tests aus oder wie gut oder schlecht die sind. Und hier kann ich dann quasi jetzt reindrillen, hier über die Links, und kann mir das dann genau angucken, was da so passiert ist. Wenn ich jetzt mal hier in den Drink-Service reingehe, zum Beispiel, das Grüne sagt mir hier, ist eine Test-Coverage gelaufen, das Hellgrüne. Und das Dunkelgrüne sagt mir, da ist so eine Mutation gelaufen. Und das Rote sagt mir dann, da ist eine Mutation gewesen, die ich nicht gefangen habe, also die ich nicht gekillt habe. Und dann stehen hier vorne zu Zahlen, wie viele Mutationen sind da angewendet worden. Und dann kann ich da so drüber hovern und dann sagt ihr mir, welche Mutationen sind da gemacht worden. Und beschreibt mir das dann genau. Also welche sind da gemacht worden. Also Lambda Increment, Removed Conditional und so. Also jetzt hat er praktisch mein Conditional einmal mit immer false und einmal mit immer true ersetzt sozusagen, ne? Das ist so ein true-false Conditional und ja, schreibt da einmal immer false rein und einmal immer fest true rein. Das ist die Mutation. Und hier unten kann ich mir dann angucken, da sind zwei Mutations gelaufen. Eine davon hat überlebt. Und eine ist gefangen worden. Und hier steht dann zum Beispiel, ups, replaced Boolean return with true for order contains alcoholic drinks. Und die hat irgendwie überlebt. Und wenn er sie mal mit false ersetzt, dann ist sie gekillt worden. Der Herr Hier sind zum Hierold hat Beispiel. eben was gesagt zum Test Strengths measures how many mutants were killed out of all mutants or for which there was test coverage. This Ja, means that genau. mutants that survived due to the lack of courage Stimmt. were not. Okay. Die Und sind jetzt oh. quasi, die sind jetzt bei mir gleich, weil ich 100% Test-Coverage habe. Ja. Hätte ich aber weniger Test-Coverage, wäre die Strengths, die Mutation-Coverage wäre wahrscheinlich niedriger als die Test-Strengths oder umgekehrt. Ja. Und wir haben einen neuen Chatter im Chat. Zum ersten Mal dabei. Klaus Erber. Ach, den kennen wir doch auch noch. Guck mal, jetzt haben wir. Oh, hi Klaus.
Haben wir André und Klaus und meine Wenigkeit und die Birgit natürlich da, alle vom Workshops.de-Team. Sehr cool. Ja. Okay, und Ja, und wie kriege ich dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen einen Test mir angucke mit dem Is allowed to buy Alcohol, das heißt, der guckt sich an, was du da für eine Methode hast. Und da steht drin, hey, es darf nicht null sein und es muss unter 18 sein. Und dann guckt er sich an, was du für Tests schreibst und sagt, okay, ich iteriere einfach mal über die Zahl. Oder wie funktioniert denn das, dass er jetzt so eine Mutanten generiert oder musst du die irgendwo selber schreiben? nee, das hat das Framework alles für mich gemacht. Also Okay. er sagt hier nochmal, welche Mutationen wo angewendet wurden. Hier als Zusammenfassung. Das ist im Prinzip nochmal eine andere Ansicht zu dem hier oben. Ja. Und sagt mir dann hier rot hinterlegt, welche davon überlebt haben, welche Mutationen, die hier angewendet wurden. Und hier unten sagt er mir, welche Mutationen er angewendet hat. Also Conditionals Boundary ist so eine Mutation, wo ich halt aus größer in kleiner gleich mache. Ja, okay. Oder aus kleiner in größer gleich. Empty Returns ist halt, dass ich irgendwo null zurückgebe, ne? False Returns ist dieses, dass ich irgendwie so eine If-Abfrage immer mit, nee, False Returns, dass ich immer, wenn so eine Methode in Boolean zurückgibt, immer ein False zurückgebe. Increments ist, wenn ich irgendwo in Plus, also in irgendwas hochzählen will, ne? Wird da ein Minus Minus draus gemacht. Also ich zähle etwas rund. Ja. Null Returns, also ich gebe immer null zurück. Was Void Method Calls, also Void Method Calls ist zum Beispiel, ich rufe diese Void-Methode nie auf. Die wird einfach rausgenommen aus meinem Code. Ja, und die anderen, da gibt es halt in den Frameworks genauere Beschreibungen, wie diese Mutanten, was die machen. Ich habe jetzt hier angewendet PyTest oder PTest, Ja. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist halt praktisch das Framework für Java. Aber es gibt dann halt auch für alle anderen Sprachen gibt es halt dann auch Frameworks, die das machen. Hier unten steht auch eine Zusammenfassung, welche Tests, wo der da so durchgegangen ist, ne, und wie Ja. lange das gedauert hat. Also so ein Mutation-Test, der kann schon mal was länger dauern. Also wenn man den für viele Klassen anwendet und mit sehr vielen Mutanten arbeitet, ne, dann kann das schon mal relativ lange dauern. Weil ja immer nur eine Mutation angewendet wird und dann wird das wieder zurückgebaut, dann die nächste und jedes Mal werden alle Tests gefahren. Ne? Das heißt, man muss immer gucken, dass man das jeweilige Framework oder doch das jeweilige Framework findet für sein Test-Framework, was dann eben die Tests vernünftig lesen kann und dementsprechend auch manipulieren kann. Es gibt hier so ein GitHub-Repository, das heißt Awesome Mutation Testing. Okay. Und da ist praktisch für jede Sprache oder für fast jede Sprache sind dann so Mutation Testing Frameworks mal aufgelistet. Wie gut oder schlecht die sind, weiß ich nicht. Für Java steht dann halt hier PyTest oder PyT. PyT hat auch irgendeine Bedeutung. Ich wusste das mal. Aber das hier ist das Framework, was ich jetzt praktisch anwende. Und da gibt es dann halt auch eine Beschreibung zu den erstmal, was ist das alles? Wie funktioniert das? Und dann gibt es halt, ich glaube, hier unter das Quickstart gibt es auch eine Beschreibung der ganzen Mutanten, die man da so hat.
Basic Concepts, da. Also Conditional, was die alles machen, da gibt es dann hier unten nähere Beschreibungen, wie die reagieren, also was die ändern im Code. Und für JavaScript, das Framework heißt Striker.js. Genau. Das macht im Prinzip das, was Pit für Java macht, Striker macht das, glaube ich, für C, C++. Ich habe jetzt mal hier das Striker-Mutator.io aufgemacht. Für JavaScript, C Sharp und Scala ist das Tool sozusagen, Tool der Wahl. Und natürlich sieht dann die Ergebnisanzeige ein bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen funktioniert das genauso wie auf der Java-Seite, was ich euch da eben gezeigt habe. Der Stefan sagt auch gerade, für Node.js gibt es Support für die üblichen Test-Frameworks wie Jest, Mocha und V-Test. Wenn man hier mal reingeht, hier Mocha steht hier, Karma, Jasmine, Jasmine, ja. Cucumber. Cucumber, V-Test, Tab, kenne ich nie gehört. Genau. Da gibt es die ganzen Renner dafür. Ich weiß nicht, sollen wir mal das für JavaScript ausprobieren? Ja, ich bin dabei. Was soll schon passieren? Das müsstest du dann allerdings Ja, machen. kann ich machen. Das heißt, ich bin. Genau, okay. Das heißt, ich übernehme dann gleich mal die Session hier, genau. Und ich möchte den hier. Und ich schiebe. Nein, das war das Falsche. Das hier. Genau. So. Das schiebe ich mir noch da. Und unsere beiden Gesichter packe ich da wieder hin. So. Gut. Das heißt, hier, das ist diese. Striker Mutator. Ein sehr geiles Bild, ja. Sieht sehr aus wie irgendwelche coolen 80er Jahre Computerspiele, oder? Kill the Mutants, Ja. ja. Okay, vor Sehr, sehr JavaScript. martialisch das Ganze, ne? Ja. Aber wie will man sonst killen, irgendwie softmäßig rüberbringen, ne? Ich meine, buttern Sie es. Okay. Also install Striker via npm. npmi Striker CLI. Okay, prepare. Und so. Okay. Dann mache ich das doch einfach mal, oder? Ich brauchte für eine IDE, glaube ich, war das, ne? Habe ich hier eine IDE? Ja, habe ich. Lass mich kurz ein bisschen anordnen, dass ich das besser wechseln kann. Okay, ich muss. Das war, wir wollen einmal. Das Ganze installieren mit einfach nur npmi und dann Striker CLI war das, ne? Du hast ein Projekt mit ein paar, du hast auch ein Projekt mit ein paar Tests, Web Dave, fragt Hero. Ja, ich habe tatsächlich auch ein paar, da hatte ich schon im Vorweg mit Birgit drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, ein paar Tests oder ein Projekt mit Tests. Ich muss mal kurz gucken, ob ich irgendwas davon nehmen kann. Ich schiebe mal das rüber. Außerhalb von, nein, abbrechen. Genau, ich gucke kurz mal in meinem Ordner, ohne dass ihr sehen könnt, was davon ich nutzen könnte. Unter Clients, vielleicht unter Workshops könnte man vielleicht was nutzen. Und wir gehen auf, gehen wir doch. Ich glaube, das wäre was. Da habe ich das Testing drin, ich bin mir gerade unsicher, ob da Testing mit drin ist. In NGXS, doch, das sieht doch gut aus, weil da habe ich Cypress drin. Okay, versuchen wir es einfach mal und gucken, ob wir da was quasi machen können. Unter Workshops habe ich den, wie hätte ich ihn genannt? Achso, das ist der NGXS Workshop. Da gibt es auch wieder einen Cypress-Ordner. Das heißt, es muss da ja irgendwelche Formen von Tests geben. Und ich habe, ja, es geht hier alle möglichen Fenster auf und Hilfe, ist irgendwas funktioniert nicht und so weiter.
kurz reingucken. Genau, das ist quasi unsere POM. In JavaScript-Projekten heißt das Thema Package.json. Da steht drin, welche Version hat das Projekt überhaupt und was sind so die Abhängigkeiten. Und es ist ein Angular 17-Projekt auf jeden Fall schon mal. Das ist doch schon mal cool. Das heißt, es müsste out of the box laufen. Ich glaube, ich habe das auch letztens erst. Guck mal, in der KW 3.03.2024 habe ich das Ganze mal laufen lassen. Das heißt, ich müsste, wenn wir da reingucken, kann man sehen, was habe ich da alles gemacht. Test, CreateBook. Genau, Cypress habe ich gemacht. Na gut, alles klar. Das heißt, wir müssten Cypress-Tests ja irgendwie laufen lassen können. Das heißt, ich starte einmal das Projekt und wir gucken, dass wir hier noch das Backend starten. Das müsste mein Backend. Ja, habe ich kein Backend? Doch, Start API. Cypress klingt etwas schwergewichtig. Ja. Möglich. Möglich. Guck mal, ob es dafür was gibt. Ich habe hier. Genau, wenn ich google nach Cypress und Mutation Testing, komme ich natürlich, also ich sage natürlich, weil das ist das, was irgendwie alle, die mit Cypress arbeiten, irgendwie quasi erwarten würden, komme ich natürlich irgendwann auf ein Repository von Gleb. Gleb ist so der Cypress-Typ, der nicht zum G-Team gehört, aber der eben exter als Externer ganz viel mal gemacht hat. Und der hat, okay, vor 4 Jahren hat er mal was gebaut. Cypress Mutation Testing, Example. Mit Using Striker. Striker. Okay. Also, wir brauchen Run Test Mutation. Versteht kein JSX. Fails after Striker mutated code. Okay. Mal gucken. Was brauchen wir? Was macht das Ding eigentlich? Also, es ist eine React-Applikation. Okay. Das heißt, müsste ich aber da. Gut, aber das React ist ja erstmal egal, weil Cypress ist ja End-to-End-Testing. Das heißt, sie ist schon gebaut. Das heißt, es sollte dann ja durch sein, das Ganze. Will ich mal behaupten. Striker, Mutator, Core braucht er. Sehe ich da. Da, genau. Okay. Wir. Aber weiß jetzt nicht, welche Version er damals hatte. Genau, aber das ist die 4.3er und mittlerweile sollte es ja eine neuere geben, ne? Behaupten wir einfach mal. Das heißt, wir sind Striker. ST da. Hier packe ich das mal zwischen. Striker. Und das ist ja das Tolle an Visual Studio Code, dass er mir jetzt erzählt, okay, es ist die 8er Version, die letzte. Alles klar. NPM. Okay, warte. NPM install. Mal gucken, ob es funktioniert. Kann man bei Cypress-Tests überhaupt die Coverage analysieren? Das ist ja die Basis davon, effizienten Mutation-Tests zu generieren. Ja, ich glaube schon. Oh. Vier hohe. Okay, wir ignorieren die. Okay, ist mein privates Projekt. Naja. Also irgendwo ist was verpeilt worden. Oder wir lassen es schnell irgendwie mal gucken, ob wir es gefixt kriegen. Und dann sollte er ja weniger haben. Aber wir sollten dann ja Striker drin haben. Okay. So, probieren wir das einfach mal. Okay, das heißt, wir haben das gemacht. Er sagt dann Test Mutations. Was macht das Ganze? Test Mutation Striker Run. Und dann muss es hier wohl sowas wie ein Striker Conf. Da ist der Striker Conf. Gucken wir mal rein, ob wir da irgendwas verstehen. Okay, er soll, wo er starten soll. Er soll nur eine 1 parallel machen. Das ist der Befehl, den er Run CI. Keine Ahnung, was das sein soll. Und welche Report ist. Also Progress, Clear Text und als HTML. Genau, er soll es quasi als HTML ausgeben. Danach. Und. Coverage Analysis off, okay. Ja. Kann man machen. Striker.conf.js. Musst du Probieren wir das es einfach Striker mal. installiert haben eigentlich? Ja, hatte ich ja gerade eben. Hat es eben. Genau, habe ich gerade hiermit installiert und. Müsste, also bei
Bei den JavaScript-Projekten ist das Tolle, wir sehen das alles immer hier drin. Ne? Das heißt, Sie finden hier irgendwo, was gerade da ist es. Ne? Das ist quasi alles, was Sie dafür brauchen, scheinbar. Man kann, glaube ich, auch mit npm initStriker aufrufen, dann setzt er es für ein Projekt auf. Okay, ja, machen wir einfach mal. Das ist doch eine gute Idee. Dann mache ich einfach mal sowas. Und wir sagen, das war auch das, was da, glaube ich, Ja, stand da auch Init Striker oder Striker Init oder wie heißt das? Striker init und wahrscheinlich npx, ne? npx Striker init. Okay, are you using one of these frameworks? Then select a preset. Okay, ich möchte, genau, wir benutzen ja die Angular CLI. Ja, mache ich. Und what file format do you want to have your config file? Ja, in JSON ist cool. Und wir nutzen npm. Guck mal, es funktioniert alles automatisch. Wir machen es einfach mal so. Okay, er hat gesagt, er hat es gemacht. Ne? Dann sagte er, let's kill some mutants with the test command striker run. Okay, mal gucken. Das heißt, ich kann hier jetzt drinnen aufrufen. Hat er jetzt irgendwas reingeschrieben? Nein, ne? Okay, dann. Hat er vielleicht ist dieses Striker Jason oder was? Hat er sowas angelegt? Okay, gucken wir gleich mal. Sollte er, ne? Striker JSON, genau, JSON Config JSON. Da steht ein bisschen was drin, genau. Und in der Package JSON, ach so, eine Karma-Conf hat er auch angelegt. Jetzt muss ich hier noch den Befehl anlegen, dass ich das über JavaScript auch aufrufen kann. Oder über die CLI oder die Command dann aufrufen kann. Das heißt, wir nennen es kill. So. Und Striker Run. Okay, und dann lassen wir es ausführen. Und er sagt, hey, Command not found. Kill. Warum nicht? NPM Run Kill. Ich habe es da reingepackt. Oder habe ich Striker falsch geschrieben? Das kann natürlich sein. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann npx Striker Run. Versuchen wir es damit. Okay, er hat schon was angelegt gerade wieder, ne? So, jetzt Da. macht er, jetzt macht er die ganzen Mutations. Siehst ja, wie viele er da anwendet. 216 will er jetzt machen. Dauert ein bisschen, ne? Aber ja. Okay, das heißt, wir müssen ja irgendwelche Tests hier haben, ne? Also ich muss ja dann hier drinnen wahrscheinlich irgendwelche, was macht er jetzt? Doch, hier haben wir so eine Dummy-Spec. Und wir haben hier Book. Und da haben wir Book-Edit. Keine Testdatei. Details. Keine Testdatei. Okay. Das heißt, der geht dann wahrscheinlich auf den auf die Cypress-Sachen, 110. ne? Okay. Was hat er gemacht? Er sagt, okay, ganz viel. Er sagt als Ausgabe, wir sind auf Book Details gegangen. Dort haben wir quasi Ups, es haben alle überlebt. ist ungünstig, Nur oder? Coverage. Das ist ungünstig. Okay, Ja. was sagt Hero? Ah, verstehe. Es kann sich ein wenig dumm stellen und ohne Coverage-Analyse quasi Blind Mutation generieren, egal ob der mutierte Code abgedeckt wird oder nicht. Wurde überhaupt Tests ausgeführt? Nein, es gibt ja keine, weil ich meine, es gibt ja, der sagt, er geht darüber, aber wir müssten ja eigentlich dann an der Stelle mal einen Test schreiben, ne? Schreiben wir doch mal, warte, ich glaube, dass wir in dieser Coverage-Conf müssen wir ja mal angeben, welche Dateien für ihn die Testdatei sein. Genau, er soll diese hier. Das sind quasi meine, genau, das sind meine Ja. Dateien. Und das wären ja eigentlich meine Testdateien. Ne? Also die soll er nicht nehmen, richtig? Das soll die Logik hier heißen. Also, Soll er nicht mutieren, genau. genau, aber die hier, okay. Das heißt, er Aber er findet kann, er ganz braucht viele. natürlich, er braucht Tests, um Mutation-Testing machen zu können. Er vergleicht das ja praktisch die
Die Tests, so wie sie vorher original waren, mit den Tests, wie sie danach, nach der Mutation sind. Und wenn er jetzt keine Tests hat, kann das nicht vergleichen. Ja, und er hat genau einen Dummy-Test gefunden, mehr nicht. Okay, warte, dann. Ja. Dann gucken wir mal, dann werden wir mal einen Test schreiben, oder? Und zwar schreiben wir einen Test für das hier, oder? Nee. Ja, wäre natürlich cool, was zu haben, was ein bisschen Logik hat. States wollen wir nicht testen. Wir wollen mal testen Details. Okay, haben wir da irgendwas, was ausgegeben werden kann? Das sind jetzt alles Streams. Ich weiß gar nicht, wie ich da drinne oder wie sauber das damit funktioniert. Ich lege mal einen Service an. Ganz einfach. Ich lege hier einen Service an und nenne den unser Mutanten.Service. .ts. So, und das ist eine Klasse. Export Class Mutanten. Und das Ganze soll auch Service dann sein, ne, wenn es eingebunden werden kann, obwohl das, glaube ich, für den Test gar nicht so wichtig ist, ne? Aber da hätten wir zum Beispiel unsere Testdateien oder unsere Daten. Das heißt, wir sagen einfach nur ist adult, ne? Machen wir mal das, was du quasi reingegeben hast. Dann kommt ein Age rein, was eine Number ist. In JavaScript gibt es keine verschiedenen Zahlenräume, sondern nur eins. Das heißt, es gibt Number und das ist quasi 1 hoch 10 hoch 52 bis 1 hoch minus 10, 52, irgend sowas. Keine Ahnung, wie das in Java heißt. Ich glaube, das ist Big Number oder normal. Ich habe keine Ahnung. Return Age klein, nein, größer gleich 18. Ja, wir sind in Deutschland. Wir machen das über das 18er. Ja. Und genau, das heißt, das wäre jetzt das. Das heißt, ich lege dazu jetzt eine Testdatei an und die sagen jetzt Mutanten.Service.ts. Achso, warte, es ist ein Ordner, denn wir wollen ja eine Datei anlegen. Mutanten.Service. Back.ts. So, meine Testdatei Jetzt und testest du was, was eigentlich an, was ich, so wie ich es hatte, ne? Wenn er 12 ist, kommt da genau. False raus, und wenn er 24 ist, kommt Ja. da True raus, oder? Genau, ich schreibe mal hier eine typische, warte, ich hatte ja irgendwo so ein Dummy-Ding, ne? Wir nehmen mal das hier. Ich glaube, das hatte ich, ich weiß gar nicht, warum ich den da reingepackt habe. Also, das heißt, sagen wir jetzt Mutanten-Test. Und should be, should test, warte, should Should be false for. adult. Und dann schreiben wir rein, okay, wir nutzen hier an der Stelle. Also wir können da genau die Klasse einfach so instanzieren. Wir sagen hier einfach nur const mutant s. Ich weiß, dass es das ein Service ist. Habe ich jetzt mir schnell mal ausgedacht, dass ich ein s reinpacke. New mutanten service. Und dann testen wir drinne Punkt is adult und sagen hier, genau, da kommt eine Zahl rein und die ist quasi 14. Und wir sagen davor, Verwahrt es dann falsch. genau, warte, eine Nachricht wurde zurückgehalten, weil, ach so, wo der Stefan hat geschrieben, vielleicht hat er nur deinen Dummy-Test gefunden. Und mein Moderator, ich habe so ein Automod-Tool, das hat gesagt, Dummy ist eine Beleidigung. Und hat den Test. Ich habe das gelesen, Stefan, aber ich habe das irgendwie gerade übersehen, dass das so eine Moderationsdings da wieder ist. Okay. Expect. Was? Genau. Könntest du
To be false. Oder warte, wie to be und wir kommen dann raus. False. Genau, und jetzt habe ich wieder das Ding, weil hier irgendwo in. Kann einer von euch kurz mal rauskriegen, wie kriege ich das oder was muss ich eintragen in der Config? Das war hier irgendwo, ne? Dass ich eintragen muss, dass er Cypress hier, glaube ich, benutzen, auch verstehen muss. Aber es war das hier. Ne, damit wir diese komischen Tüttelchen Fehler bekommen, wegbekommen. Ich glaube, es ist Cypress. P. Ja, das wussten wir beide. Meine IDE wusste es nicht. Okay, das nicht, aber das ignorieren wir einfach mal. Es ist nämlich eigentlich kein Fehler. Und wir gucken, dass wir die mit 24 ist es dann true. Okay, so. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Das müsste ein Test sein, der müsste so auf jeden Fall funktionieren. Ja, lass noch mal laufen, oder? Kannst du? Ja, ich kann den Test laufen lassen. Kommt ja hier das hin? Achso, ich habe keine Extension mehr drin. Okay. Kann das lesen? Achso, nee, die ist outdated. Das heißt, das funktioniert nicht mehr. Okay, alles klar. Dann lassen wir den Test laufen und müssten ja eigentlich hier sagen können. Kann ich das nicht hier sagen? Von wegen bla 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 run. Run related test. Mach mal. Es bin updated. Achso, ng-Test hätte ich auch machen können. Stimmt. Hat natürlich recht. Publikum, was für ein geiler Name. Das hatte ich, glaube ich, mal letzter schon gesagt. Okay, er sagt, alles doof. Dann mache ich das Ganze über den Standard. Ja, sagen wir hier, ne? ng-Test. Und er sollte auf jeden Fall die beiden Tests finden und beide sollten grün sein. Jetzt sind auch Pfeile dran, guck. Ach ja, genau. Und achso, jetzt muss ich hier auf diese Ansicht gehen, damit ich das, warte, das rüberschieben kann. So, das sind meine beiden Tests. Also Dummy-Test should be true und should be adult sind beides grün, weil sie beide natürlich gepasst haben. Danke, Publikum, für deinen Einwand. Ich hatte ich gerade komplett irgendwie über. Genau, ihr sagt ja auch, zwei von zwei sind zackfest. Okay. Ja. Kann ich das jetzt hier beenden? Wie kann ich das denn jetzt stoppen, ey? Chest. Achso. Man weiß es nicht. Wie man den jetzt hier testen kann, stoppen kann. Den Chess-Test. Okay. Aber versuchen wir mal das Ganze nochmal über das Cypress Run zu machen. Über das Strike Run zu machen. Das heißt, wir führen das nochmal aus. Ja, meine Maschine hat ja zum Glück genügend Speicher und besteht genügend RAM, um irgendwie zwei verschiedene Sachen ausführen zu können. Noch nie so viel positive Rückmeldung bei ng-Test erhalten. Ah, das ist doch gut. Mal 80, irgendwas mit 80 pro 80. Genau. Er hat, das, was sagt er hier? Er sagt, einen Score von Welches 80 Score? 80? und 4 hat er, also, killed, Vier survived. gekillt und zwei, nee, einer Einer hat survived. überlebt. Hey. Okay, das heißt, wie können wir es jetzt hinkriegen, dass es besser wird? Man weiß Ja, es du nicht, müsstest oder? dir jetzt irgendwie, irgendwo gibt es einen Report dazu, meine ich, den Ja, man sich da angucken gibt es kann. einen Reports. Ja, Mutation genau. HTML. Okay, warte, das müssten wir ja im Finder öffnen und ich da jetzt Doppelklick drauf mache. Kann ich das nicht? Achso, doch, kann ich. Okay, das und hier. Das ist quasi dann das. Aha. Du Da müsstest sind da mal wir. reindrillen, wo das war. Und App, Book. Und dann hatten wir unseren Mutantentest da. Und er sagt das hier. Okay, er sagt, da vier ist, gibt's gekillt. einen roten Punkt. Ja. Das ist, glaube ich, dieses, also. Ah.
Okay, das heißt, wenn wir das hier machen, dann ist das Also wenn das. er hat jetzt geändert, er hat größer gleich in nur größer geändert und Ja. das hat halt trotzdem funktioniert, ne? Weil unsere Tests dementsprechend geschrieben sind, genau. Das heißt, wir müssten jetzt das auch dementsprechend abtesten, dass wir eben die 18 auch übergeben und die 19 und die 17. Und dann würde er wahrscheinlich sagen, wir haben alles abgefangen. In dem Fall bräuchtest du eigentlich quasi wahrscheinlich nur 18 und 17. Ja. Er macht dich jetzt im Prinzip darauf aufmerksam, hey, deine Testwerte, die du hier verwendet hast, die reichen nicht, um diese Mutation hier zu killen, ne? Ja. Und das ist jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel, ne? Aber du musst dir halt überlegen, wie kriegst du es halt hin, dass die Mutation trotzdem gekillt wird. In dem Fall, wenn du dann mit 18 testest, ja. Also so diese Edge Cases dann im Prinzip. Okay, machen wir mal. Das heißt, ich gehe rein und sage, okay, ich möchte gerne hier das Ganze mit 18 testen. Dann soll er mir True zurückgeben. Und dann wäre ich natürlich soweit und würde sagen, okay, ich mache das Ganze auch mit 17. Dann ist das nämlich noch false und mit 9, genau. Und ab 18 muss es quasi true sein, um die Schwelle da einmal abzutesten. Das hast du jetzt zweimal drin, bis 18. Aber im Prinzip könntest du Achso. jetzt sagen, was weiß ich, wenn du noch so einen Test hättest, zum Beispiel, keine Ahnung, negatives Alter ist auch nicht erlaubt und so, aber nur mal jetzt die zwei Testfälle musst du gar nicht so viele Tests schreiben, sondern eigentlich 17 und 18 müssten reichen. Ja. Das hat dir jetzt halt nur gesagt, wahrscheinlich sind hier deine Werte, mit denen du testest, nicht ganz richtig oder nicht ganz ausreichend. Okay. Aber jetzt müsst ihr alles killen, glaube ich. Genau. Das ist der, ich schließe mal den hier. Ich sehe mal. Okay, der hat jetzt 100. 5 Stück gekillt. Und wenn ich jetzt reingehe in das und sage hier in Reload, müsst ihr mir ja auch sagen, genau, Alles 100%. Gute. Genau. Ah. Und du hast gesehen, beim zweiten Mal, wo du das hast jetzt laufen lassen, jetzt zum dritten Mal dieses Mutation-Testing, der ist gar nicht mehr durch alles durchgegangen, sondern er hat sich irgendwo gemerkt, welchen Code du geändert hast und welche Tests davon betroffen sind und lässt dann nur noch das nochmal laufen. Das ist praktisch. Ah, das haben wir so ein Incremental-Test dann, oder So ein was? Incremental-Dingen, damit Ja. Tests nicht mehr so lange dauern, ne? Diese Mutation-Tests. Wenn er jetzt immer alles nochmal neu machen würde, dann je nachdem, wie viele Tests du da hast und wie viele Mutanten angewendet werden, kann das schon mal sehr, sehr lange dauern. Beim ersten Mal haben wir es gesehen, hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, der merkt sich hier irgendwo so eine Art Hash, in so einer Hash-Datei merkt er sich, welche Tests welchen Code abdecken Ja. und guckt danach, welcher Code ist geändert. Ich suche gerade, ob ich noch die Tabelle sehe von dem Vom ersten Mal. davorigen Test, aber wie finde ich die gerade nicht? Warte, mal ein bisschen größer hier. Ne, da bin ich wahrscheinlich dann schon durch. Stefan schreibt auf jeden Fall, ich lass Striker gerade in meinem GraphQL-Server laufen. Er testet 612 Mutants. Also ich bin ja eigentlich aus einer Zeit, das sind Mutanten was Gutes, ne? Weil Teenage Mutant Ninja Turtles. Okay, aber er hat gesagt 10 Sekunden, okay. Die andere Das Form war haben wir, genau, es war jetzt das zweite Mal, ja. das zweite oder dritte Mal, ja, genau. Und ich weiß gar nicht, wo er das hinschreibt, aber bei Java wüsste ich es, wo er es hinschreibt.
Habt ihr hier so eine Art Folder, wo er sowas hinschreiben könnte? Also normalerweise, das hat man ja auch gerade eben, hat er ganz kurz so einen Ort angezeigt, da gab es einen Striker Temp. Ja. Vielleicht ist das so sein Cache-Ordner, wo er da was reinschreibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das kriegt man sicherlich auch in der Doku raus. Also das ist jetzt schon so Wahrscheinlich. ein Aber das ist so ein Paradigma bei mir im Stream. Wir lesen niemals die Dokus. Ja, da habe ich mit Tobias Struckmeier und so weiter, habe ich schon diverse Tage hier verbracht im Stream und haben dann irgendwie Sachen versucht zu bauen. Und im Endeffekt stand es relativ einfach und eindeutig dann in der Doku. in der Doku, genau. Nee, was ich, wo man eventuell mal nachgucken könnte, welche Mutanten die hier so drin haben im Striker. Ja. Man kann auch wahrscheinlich sehr eigene Mutanten schreiben, wenn man das will. Oder wenn die vorhandenen einem nicht ausreichen. Aber das habe ich selber auch noch nie gemacht. Also in Java geht das zumindest, dass du nur eigene Mutanten schreiben kannst. Okay, das machen wir wahrscheinlich in dieser hier drin wahrscheinlich, ne? Kann man die wahrscheinlich mitdefinieren, wo er sie finden soll und so weiter, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hat das Framework selber ein paar oder hat die einfach irgendwie Wir schon schauen wir drin. nach. Da. Cucumber, genau, haben wir alles gerade geguckt. Wir haben übrigens gerade Karma-Tests ge gemacht. Aber alles nicht danach, sondern wir haben das ja mit dem NPM, mit dem Striker Init gemacht. Und Also du was. kannst auch Disable Mutants machen. Also da kannst du Mutanten ausschalten, wenn du weißt, dass du die nicht brauchst oder die nicht, keine Ahnung, nicht, dass sie Probleme machen. Manchmal machen nämlich Mutanten auch Probleme. Es gibt diese sogenannten, oh, wie heißen die jetzt gleich? Ich muss gerade mal nachgucken. Diese Mutanten, die du nicht fangen kannst. Unter keinen, also egal wie du den Code abänderst oder die Tests änderst, die kriegst du nie gefangen. Okay. Gibt es auch einen speziellen Namen für? Äquivalent Mutations heißen. Äquivalent Mutations. Ich könnte mal ein Beispiel zeigen. Mutator using mutator disable comment. Ja, zeig mal ein Beispiel. Also das ist auch so ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Aber Da, genau. das soll das mal so ein bisschen verdeutlichen. Ja, Moment. gerne zeigen. Ja, so. Also du hast quasi das Original. Muss ich das Teilen stoppen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Oder ich habe keine Ahnung. Ich stopp mal und dann. Bei mir ist jetzt Ach grün. so, okay. Wir haben gerade gleichzeitig geteilt. Okay. Mutation. Also Okay. du hast hier das Original, initialisierst halt irgendwas mit 2 und sagst dann, wenn das größer kleiner gleich 1 ist, dann returne foo. Und jetzt würde der Mutation-Testing hingehen und würde aus dem größer gleich nur ein größer machen. Das wäre die Mutation, ne? Ja. Und das wäre dann immer noch foo. Es ist immer noch, du kannst keinen Test schreiben, der das irgendwie abfangen kann. Weil Ja. halt, weil du das hier mit 2 initialisierst. Das Ja. würdest du eben im realen Leben wahrscheinlich nie so machen, aber es gibt so Situationen, wo du halt so sogenannte Equivalent Mutations hast. Also die Mutanten entsprechen quasi dem Original. Du Ja. kriegst keine Daten hin, die das irgendwie anders, die das Verhalten ändern könnten.
Maximal, wenn du jetzt, aber das würde nicht, es würde keinen Mutanten geben, der sagt, okay, ich mache den Return-Wert von Fu auf Bar oder sowas. Nee, es würde Mutanten geben, weil hier ein String zurückkommt, der würde vielleicht einen leeren String zurückgeben. Okay. Ne? Aber, oder null im Java-Sprech oder eben Okay. einen leeren String. Solche Mutanten gibt es dann auch. Aber für diese Mutation, wenn du nur die Mutation ändere größer gleich in nur größer, für diese Mutation gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie abzufangen. Hero sagte noch so, manchmal deuten solche Equivalent Mutations aber darauf hin, dass im Code was nicht stimmt. Ja, Zum Beispiel, wenn der exakt. Code im If und Else gleich ist. Exakt. Genau, und ich meine, wenn man Also sich man den muss Code sich hier das dann immer anguckt. ein bisschen angucken. Manchmal ist es gar nicht so einfach, da Ja. erstmal die Mutation zu begreifen, was ist da eigentlich gemacht worden Ja. und warum fängt mein Test das jetzt nicht ab? Aber das ist ja dann vielleicht auch irgendwie, aber würde jetzt hier der Mutant, würde dann hier einen Fehler schmeißen, wenn ich das nicht disablen würde? Der würde jetzt sagen, die Mutation ist nicht gefangen worden, ja. Ach so, okay. Also, Aber ja. dann könnte man ja quasi diesen Mutation-Test ja dafür nutzen, um dann sein, genau, der sorgt ja trotzdem dafür, dass dann die Code-Quality wie besser wird, ne? Wenn man merkt, okay, ich habe hier eine unsinnige If-Abfrage Genau, drin, ne? Weil da genau. drüber. Ja. Okay. Manchmal, dann guckt man sich den Code an und denkt so, ja. Ja. Eigentlich auch Blödsinn, was ich hier geschrieben habe, ne? Genau, manchmal braucht man ja nur einen externen, der einmal kurz drauf zeigt, was ist das denn? Und dann, ach stimmt, das habe ich die letzten 3 Jahre gerade rauf an mir angelesen oder durchgelesen und nie den Fehler gesehen und ganz plötzlich, pling, okay. Ja, man lernt dann mit der Zeit auch, wenn man immer diese Mutationen anwendet, man lernt die auch kennen mit der Zeit, wenn man das öfter macht. Und programmiert dann schon entsprechend anders oder Okay. schreibt Tests entsprechend oder weiß dann schon, da gibt es doch die und die Mutationen, habe ich das jetzt mit berücksichtigt, ne? Und habe ich das mit beachtet. Und man lernt durch dieses Mutation-Testing auch, seinen Code entsprechend zu schreiben oder die Tests entsprechend zu schreiben. Ja. Dass sie das schon abfangen von vornherein, ne? Und dass es gar nicht mehr so viele Mu nicht gefangene Mutationen gibt oder überlebende Mutationen gibt. Wie gesagt, es gibt manchmal eben Situationen, da ist die Logik halt, wie sie ist, ne? Und man kann es vielleicht nicht anders schreiben und man hat dann überlebende Mutationen, aber das weiß man dann auch. Da gibt es halt bestimmte Stellen, da kriege ich die Mutation nicht weg, also nicht gekillt. Ja. Also. Wie oft lässt du, hast du jetzt Mutation-Tests bei dir immer in einem Projekt mit drin, dass du quasi einmal guckst, wie sehen eigentlich meine Tests aus? Habe ich alle sinnvollen Tests? Oder hast du es relativ selten dabei? Ich habe es noch viel zu selten dabei. Okay. Ich stopp mal wieder. Ich schreibe mir das immer auf die Fahnen, dass ich es öfter machen will, aber irgendwie ich lasse es oft auch nur lokal bei mir laufen, gucke dann mal so drüber und korrigiere ein paar Tests oder ein paar Codestellen. Aber ich mache es noch nicht wirklich regelmäßig. Das, ja, Asche auf mein Haupt da. Und dann, genau, dann wäre es, das hast schon auf jeden Fall die Folgefrage dazu. Was ist ein guter Zeitpunkt, um grundsätzlich mal testen, ne? Wann wäre ein richtiger Zeitpunkt, um Tests immer auslaufen oder durchlaufen zu lassen? Arbeitest du wirklich testgetrieben? Das heißt, du schreibst zuerst deinen Test und dann deine Logik oder wie machst du es? Sagen wir mal so 60-40. Okay. Also am Anfang, wenn ich so ein neues Projekt habe, dann mache ich das schon relativ häufig testgetrieben. Wenn ich dann aber schon
viele Tests habe und auch nur noch kleine Codeänderungen, dann weiß ich ja, wo ich reingreifen muss, und dann schreibe ich aber meistens auch noch einen Test hinterher dazu. Und was ich auch empfehlen würde, ist, wenn man mit Mutation Testing anfangen will, nicht auf das ganze Projekt loslassen, sondern das so ein bisschen eingrenzen, dass man erstmal nur seine Fachlogik da, also die Klassen, die die Fachlogik beinhalten, ne? Dass man die abtestet mit Mutation Testing. Und nicht dieses ganze Außenrum, die Peripherie, Zugriff auf Datenbanken und sowas, das kann man erstmal ausschließen. Weil man will ja eigentlich so, also mein Hauptaugenmerk wäre dann, klappt die Fachlogik, klappen die Algorithmen, die ich da implementiert habe. Und das ist eigentlich die Hauptsache, testen will. Weil ja eben auch diese Tests unter Umständen sehr lange dauern können, ne? Also, zumindest beim allerersten Mal. Man muss sich da so ein bisschen rantasten, muss sich dann die Mutationen auch mal angucken. Und dann denkt man am Anfang so, oh, was hat er denn da jetzt gemacht, ne? Man muss da echt so manchmal ein bisschen rückwärts denken. Also was ich gelernt habe, als ich das erste Mal in ein Projekt gekommen oder in doch als ich das erste Mal in ein Projekt gekommen bin, bei dem es ein echtes Backend oder bei dem es ein Backend-Team gab und ich quasi nicht für Frontend und Backend zuständig war, sondern wirklich nur Frontend gemacht habe. Da wurde das Backend mit C-Sharp gebaut und dann habe ich eben Testing und sowas alles und Bildprozesse habe ich alles eingebaut und so weiter und dann meinten die so, genau, meinte ich so, ihr müsst doch mal gucken, weil da an der Stelle dauert das Bildprozess noch ein bisschen lange und der Stelle ist der Test noch, das sind relativ lange Tests mit drin, ihr müsst mal gucken, was daran los ist und so. Und er meinte, hä? Also wir sind ja ganz andere Testzeiten, sind wir ja gewohnt. Ne, weil in JavaScript, also wenn du ein JavaScript-Projekt testest und das Ganze braucht länger als 10 Minuten, dann kriegst du schon Schweißperlen auf der Stirn. Oder weil normalerweise geht man davon aus, dass ein Projekt, was ein bisschen größer ist, was man testet, dass das irgendwas bei maximal 5 bis 10 Minuten durch ist, die Tests. Und Build sollte so irgendwie bei 7 Minuten maximal sein und so weiter. Und dann meinte er, nein, also unser C-Sharp-Projekt dauert, es glaube ich, waren 45 Minuten, bis der Build und der Test durch war. Und dann dachte ich, okay, das ist eine komplett andere Hausnummer. Deswegen ist gerade für mich so die Frage, wenn du sagst, dass man muss aufpassen, weil es dauert ja ein bisschen lange, ob das vielleicht etwas ist, weil es bei der JavaScript-Welt gar nicht mal so richtig vorkommt, dass man sagt, hey, eigentlich ist es ein ziemlich cooles Tool, um irgendwie so zu gucken, schreibe ich denn eigentlich vernünftige Tests? Macht das Sinn, was ich da gerade tue? Und wenn man sagt, okay, ich versuche das mal mit in ein GitHub oder ein Git-Hook mit reinzuhängen, der sagt, hey, wenn du committen willst, dann laufen zuerst alle Tests und die Mutation Tests durch und so weiter, dass man grundsätzlich das immer mit bei hat. Weil ich meine, ich glaube, dass beim Testgetrieben mit drin zu haben, man muss ja immer reingucken dann, ne? Was bedeutet das gerade und so weiter, glaube ich, macht das wenig Sinn oder nur bedingt Sinn vielleicht. Also ich würde es erstmal zumindest bei mir lokal laufen lassen, sodass ich, bevor ich was pushe, zumindest schon mal ausschließe, dass ich da gute Tests habe und gute Testdaten habe, ne? Man kann das auch so eingrenzen, dass man praktisch dieses Mutation-Testing dann auch nur für das laufen lässt, was man jetzt gerade schreibt, ne? Woran man gerade arbeitet. Das würde ich aber dann eher lokal machen. Und dann kann man hingehen und sagen, okay, in so einem Nightly lasse ich dann eben auch nochmal die Mutation-Tests für alles mitlaufen. Ne? Oder nicht für alles, sondern für die Core-Klassen oder so. Ja, Genau. Herold hat das gerade auch geschrieben. Also ich glaube, die Mutation-Tests würde ich nur maximal nightly laufen lassen. Da muss man aber auch hingehen und sagen, hier, irgendwie muss da auch drauf gucken. Ne? Also Ja. man kann auch sowas wie Thresholds einstellen, dass man sagt, hier Mutation Coverage von unter 75, dann schlägt mein Bild fehl zum Beispiel. Also kann man so Thresholds einstellen, dass dann halt gesagt wird, hier, also Mutation Coverage von, was weiß ich,
80% wollen wir mindestens haben und alles, was drunter ist, schlägt dann der Bild fehl. Und da muss man sich halt angucken, ne? Ja, ich würde es erstmal sowieso bei mir lokal laufen lassen und für die neuen Sachen, die ich schreibe und bevor ich sie pushe, dass man da eben Mutation Testing noch mit drüber Ja. laufen und guckt, was da so. Ich hatte da auch mal eine Folie gemacht, ich kann die auch mal scheren, Ja. um das mal zu sehen. Genau, zu Test oder irgendwie Sachen durchlaufen lassen und dann irgendwie sich das Ergebnis anzugucken. Ich hatte hier Hero noch geschrieben, ach ja, unser schöner OWASP Dependency Check, der einmal die Woche läuft und dessen Ergebnisse ignoriert Ja. werden. Noch, das wird bald geändert, hat er noch hinterher geschoben. Okay, sehr gut. Also hier steht mal so, lass uns mal annehmen, wir haben hier 300, also jetzt 300 Java-Klassen und jeweils 10 Tests dazu und jeder Test dauert irgendwie 0,2 Sekunden. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist, aber da hätten wir schon mal für diese Test-Suite irgendwie 10 Minuten, die läuft, ne? Wenn da nichts parallel läuft, sondern alles schön sequenziell, alles schön hintereinander, ne? Also natürlich könnte man jetzt auch Tests parallel laufen lassen, lalala. Sagen wir mal, alles linear, 10 Minuten. Und dann, angenommen, man lässt jetzt auf alle diese 300 Klassen irgendwie 20 Mutanten los, dann ist man schon bei 3 Stunden nachher am Ende. Das kann Natürlich. man nur noch nachts laufen lassen, ja, definitiv. Ja. Ja, wobei, wie gesagt, es gibt bei den Tools, zumindest bei Pit, gibt es das Tool, dass du sagen kannst, hier zeichne mal mit auf, so eine History-Datei zeichnet der dann auf und analysiert dann vorher, wo hat sich überhaupt was geändert und welche Tests muss ich überhaupt laufen lassen für oder welche welche Klassen muss ich überhaupt nur mutieren und welche Tests sind dann davon betroffen. Weil es ändert sich ja nicht immer überall alles im Code, an den allen 300 Klassen, sondern vielleicht an 10 oder so, ne? Ändert sich da was. Und das bringt den Test dann die Testzeit schon runter. Ja, die machen da schon viel. Es gibt auch Mutationen, die zum Beispiel in so einen Deadlock reinführen. Also dass Der der da immer quasi läuft. unendlich laufen Ja. würde, so eine While True oder so, ne? Ja. Und da gibt es dann auch so Timeouts, die merken diese Mut oder die Test-Frameworks merken dann hier, da ist er in so einer Endlosschleife und bricht das dann ab. Also die sind schon relativ, die Test-Frameworks sind da schon sehr fortgeschritten. Also die meisten zumindest. Also ich denke mal, Striker ist da ziemlich gut, Pit ist ziemlich gut. Die anderen kenne ich halt nicht für die anderen Sprachen. Kann man ja mal Mutation Test Frameworks Man kann auch MP. Tests parallel laufen lassen, genau, das Ja. hatte ich. Man kann auch die Mutationen, man muss ja nicht immer alle Mutationen anwenden, sondern sucht sich für sich wichtigen Mutationen raus und lässt nur die laufen. Also da gibt es schon ein bisschen Spielraum. Ja, also ich glaube, man kommt da auf jeden Fall, also Striker scheint eine ziemlich prominente Lösung dafür zu sein, weil irgendwie fast alles, alle Tests zeigen so auf Striker. Vielleicht haben die anderen, Raygun gibt es noch. Klingt so ähnlich, ne? Hat man auf jeden Fall das gleiche im Hinterkopf gehabt. Vom Namen her. Okay, wir haben das genommen. Okay. Okay, was steht hier noch? Paralysierung von Tests verkürzen geben, was auch die Dauer, aber der Rechenaufwand bleibt. Genau, das ist oftmals so, dass man gucken muss, wie weit lohnt sich das oder wie viel Leistung hat man eigentlich. Wir haben den GitLab Container Scan in den Pipeline am Laufen. Der meckert auch jedes Mal, wenn in NPM die TAR Dependency Security Issue hat. Okay. Und er hat geschrieben, Stefan hat es ja einmal bei sich
Projekt laufen lassen. Erster Eindruck von Striker war ganz gut. Hätte mir in Striker JS ein Ignore Out of the Box gewünscht. Genau, er hat das nämlich bei sich einmal mit reingepackt, weil bei ihm hat der Striker geweint, weil er gesagt hat, er hat sein Konsolenlog nicht getestet. Also sprich, das, was Printline ist, glaube ich. Oder wenn du in die Konsole, also Okay. Debug-Konsole reinschreibst, Ja. bei Java. Das gibt es bei im Browser auf jeden Fall Console-Log, das hat er nicht getestet und das musste er dann quasi ignorieren. Und das gab es wohl nicht out of the box dabei. Muss man wohl mit reinziehen, so ein bisschen. Wahrscheinlich. Musstest du die Dependency nachinstallieren, Stefan? Oder wie hast du es nach wie hast du es zum Laufen gekriegt? Das ist auch etwas, was ich irgendwie bei mir irgendwann mal erst gelernt habe, dass wenn ich etwas hier im Stream entwickle oder wir irgendwelche Dinge ausprobieren, dann sitzen viele zu Hause und machen das mit. Ja. Also, er hat das nicht gemacht, er hätte es coden müssen, quasi sein Ignore. Okay. Vielleicht gibt es dafür ein Plugin, was man einfach nur nachziehen muss und dann sagen muss, hey, nimm mal das und das alles raus. Oder ist tatsächlich keine. Bei Pit gibt es sowas, dass du sagen kannst, also Getter, Setter musst du bitte nicht in die Statistik mit reinnehmen und so. Okay. Weil Warte, dafür ich. schreibe ich keine Tests. Also da Ja. kann man verschiedene Methoden einfach ausschließen. Wahrscheinlich könnte man dann auch so, in Java ist es ja was, weiß ich, so ein System Out oder ja, Genau, das System Out ist könnte man das, dann was da. wir in Konsolenlog, glaube ich, haben. In, so ist das. Dann könnte man angeben, das bitte nicht mit da einfließen lassen. Okay. Okay, da kann man Clock-Pattern angeben, also sprich, wo muss ich eigentlich testen wahrscheinlich, ne? Also welche Dateien. Genau. Und was hatte ich noch? Configurations gibt es noch mehr. Disable. Disable Type Checks. Und so weiter. Wo hattest du das gesehen mit dem Ignore, Stefan? Ignoros, Ignore String, Ignore Patterns. Bisschen weiter unten, ja. So, da stimmt, ignore was hat das genau. Okay, aber also das ging nicht, dass man einfach nur sagt: Hey, das sollst du nicht probieren. Oder möchte hättest du gehabt, hättest du es gerne gehabt, dass das out of the box als Default mit drin ist. War das so gemeint? Wahrscheinlich, ja. Aber ist cool. Also, ich meine, ich. Wie gesagt, ich hatte mich ja mit dem Thema überhaupt nicht vorher beschäftigt. Hatte ich ja gesagt, dass ich mir es vorher überhaupt nicht angucke. Und deswegen, also ich habe auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Idee. Und tatsächlich denke ich mir, das ist etwas, was ich vielleicht mir auch versuchen sollte anzueignen, irgendwie zu meinen Projekten, die ich habe, dann mit dazu zu packen, um das irgendwie zu nutzen. Guck mal, da gibt es auch dieses Incremental und Incremental File. Ich glaube, das ist dieses, ich weiß nicht, ob das dann schneller läuft. Irgendwo Incremental das True. Incremental True im Config-File. Ja. Enable Incremental True will store result in a file and use the file to speed up the next. Okay, machen Ja. wir doch mal. Dann gehen wir, da sind wir, ne? Und Striker Config. Ja, kommt das einfach nur da rein? Kann er mir jetzt erzählen? Incremental, genau. Und wir setzen es auf True. Ich liebe TypeScript, ne? Also einfach nur, weil er weiß, was alles in der Datei alles drin stehen darf, konnte mir jetzt gerade alles vorschlagen. Das ist cool. Und den Ignorers. Und wo musstest du es denn? Oder wenn ich sehe, Konsole.log, kann ich das nicht einfach so reinschreiben, Stefan? Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Das hätte ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn, wie mein Meister immer gesagt hätte, hätte ich das genau so gemacht. Mach das Dann einfach mal müsstest du so. jetzt aber noch einen Console-Log irgendwo reinschreiben, ne, ins deine Ja. Service. Genau, wir schreiben hier mal rein. Who. Und dann schreiben wir Konsole.log. Und machen hier ein Bart raus. Also ein R. Und. Soll es das sein? Ich Achso. hätte eher gedacht, dass du sagst, bei is adult musst du das, weil jetzt würde er,
Wahrscheinlich So. meckern, dass du keinen Test hast. Okay, ja. Also so, ne? Dann machen wir das. Und genau hier und lassen es nochmal ausführen. Spannung steigt. So, wir haben Incremental jetzt angelegt. Er hat vorhin gesagt, er braucht 10 Sekunden. Und er hat jetzt gesagt, unexpected error occurred by running striker cannot find ignore. Da, plugin console.log. Das meintest du, Stefan, okay? Das müsste man, du müsstest den ignore coden. Warte, er hat mir auch einen Link da gelassen. Gucken wir mal direkt. Und using an ignore plugin console debug und oh krass plugin kind oder kein plugin value per plugin Plug-in kind declare value. da und Moment. Ach so, dann wird gesagt hey declare unter dem Namen. Und dann, pass is expression state and okay, we are not interested in testing console debug statements. Okay, das tatsächlich muss ich das jetzt irgendwie krass. Das ist Und ein dann muss bisschen ich es hier auch crafty, noch ne? mit eintragen in die warte, es muss doch irgendwie, es muss da, ich kann mir es eigentlich fast nicht vorstellen. Gibt es hier Plugins? Gibt es hier sowas wie Ignorers? Was ein Ignorer? You can ignore. Use an Ignorer. Nein, das war das falsch. Da waren wir schon. Your Plugins here. Create a Plugin Guide. Ja, das Muss ist die dann Community, hat sich gleich Tatsache eingeklinkt. selber bauen. Unfassbar, oder? Naja, es Okay. wird wahrscheinlich Open Source sein, könnte man jetzt beisteuern. Ja, genau. Also genau, wird er oben, genau. Gucken wir uns an und bauen das. Nächste Woche bauen wir ein Ignorer, oder Stefan? Stefan, bist du nächste Woche da? Dann kommst du mit ins Stream und bauen wir zusammen einmal das Plugin und setzen das als Pull-Request. Was hältst du davon? Machen wir Konsole-Ignorer. Kannst du ja überlegen, ob das für dich was wäre. Okay, warte, dann will ich auf jeden Fall. Bin nächste Woche da. Na denn, warte, ich muss kurz in meinen Kalender gucken, ob ich nächste Woche da ist. Das ist der 22. Ja. Machen wir, oder? Das heißt, ich schreibe hier in die Config, nehme ich auf jeden Fall das hier raus. Genau, weil der sagt, den gibt es ja nicht. Und lass aber das Testrunner drin. Das Incremental lasse ich quasi drin. Ne? Und mal gucken, ob es damit jetzt funktioniert, dass ich den jetzt zweimal hintereinander laufen lassen kann und der müsste jetzt unterschiedliche Ausführzeiten haben, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das Default-File ist. Man konnte ja irgendwie noch ein File angeben, wo das reinschreibt. Ja, Jetzt schreibt wahrscheinlich legt raus. er jetzt irgendeins defaultmäßig an. 11 Sekunden. Da, Incremental. Da Ah, steht was ja. drin. Okay, und jetzt. Also er hat gesagt 11 Sekunden und wir lassen es normal ausführen. Und dann müsste es weniger. Okay, dauert länger als 11 Sekunden. Hätte ich jetzt behauptet, 8 Ach, Sekunden. ah, nicht so viel, aber Also ich würde auch behaupten, ne, ich meine, klar, er muss es alles erstmal hochfahren und so weiter. Und ich glaube, dass der Report schreiben und so weiter dauert länger als die Tests gerade. Und deswegen ist der ja. Zeitaufwand nicht oder der Unterschied nicht ganz so krass. Ja, Okay, aber aber das. hier, er sagt, ich habe nur noch eine 83,3. Ach so, wegen meinem Konsolenlog, ne, wahrscheinlich. Newton Was war Service. vorhin? Ja, 100% hatten wir gerade eben, ne? Genau, er sagt jetzt hier, das hier. Ja, Und er das hast du nicht sagt, abgetestet. ja. Genau, das war das mit dem Leerstring, genau. Und das ist ja das, was wir eigentlich mit so einem Ignorer nachher abfangen wollen. Ja, genau. Weil man das ja eigentlich nicht testen kann. Okay, Stefan, wir haben eine Mission für nächsten Montag. Ja, dann bauen wir einmal einen Ignorer dafür und versuchen das als Pull-Request, als Plugin damit reinzubringen bei denen.
Mal gucken, wie die das, wie die Plugins, haben die eigentlich Plugins? Hier, gehen wir dahin, ne? Gibt es hier Plugins? Helpers gibt es. Aber mehr auch nicht, ne? Nein, mehr haben sie nicht. Schade. Ja, müssen wir irgendwie sonst mit denen mal klären, ob man da irgendwo Plugins hochpushen kann. Und ansonsten pushen wir das einfach. Ah, wir können natürlich mal gucken. Also vielleicht gab es ja schon andere Leute, NPM, die quasi das gemacht haben und die gesagt haben, Striker Konsole. Plugin. Suche. Data. Ja, die Runner, die sind ja alle dabei. Genau. JavaScript, Striker Lab, Striker View. Sind ja nicht ganz so viele, nur zwei Seiten. Striker ArcGIS. A plugin for TypeScript-based projects using Striker. Okay. Kann auch mal interessant sein. Tatsächlich hat das keiner gebaut. Okay, dann bauen wir. Genau, wir bauen eins und pushen das einfach dann zu dem hier hoch bei NPM und dann sagen wir den Leuten bei Striker Bescheid, dass sie das gerne mit reinnehmen dürfen bei sich. Einfach mal, vielleicht regen wir einfach mal sowas wie ein Plugin Store oder sowas bei dem mal an. Das wäre doch geil, oder? Nennst du dann Three Strikers? Okay, den Witz habe ich nicht verstanden. Three Strikes. Achso, drei Streifen, meinst du wahrscheinlich? Hätte ich jetzt so verstanden? Keine Ahnung, wie gut das ist. Okay, gucken wir uns auf jeden Fall an. Warte, Ignore-Pad an, sagst du noch? Es gibt, warte. Es gibt eventuell eine Lösung. Ignore-Pattern und Kill-Mutation-Dead Effects. Code Match, bla bla, will ich gar nicht durchlesen. Wir sagen, das sind Ignore-Pattern und dann Konsole log. Okay, das hier wäre das, ne? Das hier Ah. dann mit rein. Also, da muss man aber Regex schreiben und Regex ist der Feind, habe ich gelernt. Guck mal, auch die ganzen, das hier, ne? Also, ich glaube, ja, könnte man wahrscheinlich machen. Oder wird, denke ich mal, auch definitiv funktionieren. Aber ist ja nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Ne? Wir wollen ja ein Plugin haben, der genau, dem man sagen kann, hey, als Config vielleicht sogar übergeben kann, er soll alle Konsolen-Logborn Errors soll er quasi ignorieren. Nein, grundsätzlich alles geben und vielleicht kann man dem noch andere irgendwie Pattern übergeben, die er dann nicht nehmen soll. Aber gucken, wir überlegen uns was. Three Strikes ist so ein Prinzip, dass man nach dem dritten Verstoß eine schwere Strafe bekommt, wie zum Beispiel auf YouTube. Ah, das hier. Okay, das war es mit Strikes. Okay, im Sport gibt es das ja auch, ne? Dass man, glaube ich, bei Strikes, bei Baseball, glaube ich, ist das auch so, ne? Dass man irgendwie dann was kriegt. Genau, okay. Gut, dann war ich gerade nur auf dem Schlauch und habe das gerade nicht so wirklich gepeilt. Okay, nennen wir es so. Du darfst natürlich, Hero, wenn du nächstes Mal mitmachen möchtest, darfst du natürlich gerne dazukommen. Dann schreiben wir zu dritt ein Plugin. Was wir dann Ich hochbrechen. bin nächste Woche im Urlaub. Ja, dann kriegst du von uns einfach nur die Information, dass wir es gemacht haben. Ja. Aber Sehr cool. ja, also ich finde es ein cooles Tool. Ich benutze es halt auch selber immer noch viel zu wenig, aber ja, es ist, man, there's room for improvement, sagt man ja, ne? Ja. Also. Also grundsätzlich, ne? Und wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich dann auch eigene Plugins zu schreiben und so weiter. Deswegen, ich glaube, das ist auch viele Sachen. Na, man müsste quasi rauskriegen, welche Dinge sind grundsätzlich, will man gar nicht testen in JavaScript. Also was die Console-Log ist, glaube ich, jetzt relativ logisch und vielleicht wäre das sogar etwas, was man eher im Core vermuten würde, dass man sagt, über die Config möchte ich das einfach dann einschalten können oder grundsätzlich nicht machen können, weil das ist nichts, was man normalerweise testet oder gibt es tatsächlich wie eine nein, es gibt ja, man kann dieses Console-Log nicht testen, weil der Return-Wert ist immer undefined, weil es eben eine Void-Funktion ist und
Du müsstest dann ja testen, ob in der Konsole da auch tatsächlich das ausgeprintet wird, was du quasi über Console-Log machst. Aber das machst du ja innerhalb von Quatsch, das diesen macht ja Unit-Tests keiner. nicht. Genau. Außerdem ist eine Browser-Funktionalität. Das heißt, diese Browser-Funktionalität testet man ja selbst sowieso nicht in seinem, weil die wird ja von jemand anders getestet. Genau. Insofern. Ja, glaube ich, macht das Sinn, das vielleicht fest reinzupacken. Ja, mal gucken. Wir überlegen uns was. Stefan, wir überlegen uns was nächste Woche, wenn du da Bock drauf hast. Musst du Bescheid sagen. Musst du nicht sofort antworten, sondern schreib mir einfach nur nachher über Discord und dann finden wir eventuell einen Weg. Ja, cool. Was, glaube ich, auch noch ganz spannend ist, so, ist, wenn man selber so Mutatoren, Mutatoren schreibt, ne? Ja. Mutatoren. Wobei mir da jetzt auch noch nichts Sinnvolles eingefallen ist, in meiner, in dem, was ich so schreibe. Also die Mutanten, die da sind, die schon da sind, die machen schon ganz schön viel. Was ich halt bei Java immer schon wieder erstaunlich finde, wir haben ja jetzt auch diese Streams dabei, ne, mit Java 10 oder wann die reingekommen sind. Ja, irgendwie sowas, glaube ich, ja. Habe ich mal gehört. Selbst da ist es schon, also das Tool, dieses Pip-Test ist schon auf der Höhe der Zeit, was auch Java angeht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel sich da jetzt noch in JavaScript ändert oder in TypeScript, ob da immer noch neue Konzepte dazukommen, die dann halt auch irgendwie vielleicht neue Mutanten oder Mutatoren bräuchten, sagen wir mal so. Streams sind in Java sowas wie dieses Observer-Subscriber-Pattern implementiert, ne? Nee, dass du einfach durch so eine, was weiß ich, durch so eine Liste durch iterieren Okay. kannst. Also wurde vorher so dieses for int i gleich Okay. size of list, also kannst du jetzt quasi da durchstreamen durch so eine Liste und kannst dann alle möglichen Filter, Maps, Reduces, Map und Reduce da drauf machen und Okay, so. so wie das, okay, das ist das, was wir in JavaScript als Erase haben. Weil das sind, genau, da hast du quasi, aus jedes Array bringt dir quasi so einen Iterator mit. Darüber kannst du iterieren und genau die von dir gerade genannten Methoden benutzen. Okay, warte, hier kam gerade ein paar. Dein Test kann ja auch ein Integrationstest sein, der die Dependency durch Mocks ersetzt. Ja, In dem Fall kann man auch wobei Void-Funktionen da würde testen. ich dann halt gucken, muss man da überhaupt Mutation Testing drauf machen? Ja. Schließt man solche Klassen dann aus davon? Also da muss man sich ein bisschen rantasten an das Tool, das meinte ich vorhin. Nicht komplett auf alles am Anfang losjagen, sondern eigentlich vielleicht eher so auf die Core-Klassen, die innere Fachlogik abbilden, auf die dann erstmal und dann sukzessive erweitern auf das, wo es noch sinnvoll ist. Überall ist es wirklich auch sinnvoll. Da muss man sich aber ein bisschen rantasten und sich dann vielleicht auch mal die Mutatoren angucken und die Ergebnisse, was dabei rauskommt bei dem Mutation Testing. Okay, Das ist ja. Das ist ja nochmal so ein ganzes Level weiter, ne? Dass man sagt, okay, wir tweaken nochmal unsere ganzen Tests nochmal in die Richtung. Genau. Müssen wir dann gucken. Aber schon mal ziemlich cool. Hat mir auch. Also, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich jetzt schon mal ein ganzes Stück schlauer bin und irgendwie ein ganz großes Stück Tool dazu bekommen habe, mit dem ich meine Arbeit quasi verbessern kann. Das ist doch schon mal sehr cool. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, Sehr gerne. cool. Als Abschluss noch für dich. Hast du irgendwas, was du gepublished hast oder kann man dich irgendwo finden? Oder willst du irgendwas bewerben, was du rausgebracht hast, womit du noch irgendwie was auch immer Geld bringst und so? Hast du irgendwas in die Richtung? Meine Webseite ist birgitkratz.de, also Birgit Kratz in einem Wort, da findet man eigentlich auch die ganzen Vorträge, die ich so halte und zum Beispiel auch die Folien zu dem Mutation Testing. Die Vorträge heißen dann meistens sowas wie All Tests Green, oh no, irgendwie sowas. Okay.
Ne, ansonsten Du hast kein Buch geschrieben, du hast kein habe ich kein Buch Video, kein Film geschrieben. gemacht. Okay, alles klar. Ja. Aber genau, wahrscheinlich. Oh, Ab guck und zu mal. sieht man mich vielleicht mal auf einer Konferenz oder. Ja, okay. Aber meistens im Java-Umfeld. Also, Okay. wenn ihr euch da mal hin verirrt. Oder ihr kommt mal zur Softwareskammer. Das ist jetzt nicht sprachgebunden, das Ganze. Oder geht irgendwo mal zu einer Softwareskammer. Dann. Oder kommt zur Socrates, wenn ihr euch für Testen interessiert oder für Software-Crafting interessiert. Das klingt alles sehr gut. Der Hero hat gerade noch geschrieben, danke euch beiden. Und dann noch an mich wahrscheinlich, lad die Birgit doch gerne bei Gelegenheit auf einen Kaffee ein. Mega gut, dass sie zu dem Thema hier war. Das ist doch cool. Also Ja. das mit dem Kaffee oder mit einem Kaltgetränk kriegen wir bestimmt beim nächsten Trainer-Summit auf jeden Fall hin. Ne, Genau. wann auch immer das stattfinden wird. Mal gucken. Und genau, vielleicht trifft man sich ja irgendwie demnächst mal irgendwo. Du warst, was hat Düsseldorf, sagst du sogar die Ecke, also in der Nähe, Ja, ne? zwischen Köln und Düsseldorf. Ja, da in die Ecke. Ich weiß ja nicht, wo die anderen so herkommen. Okay, weil wir haben ja in Bonn haben wir die nächste Konferenz im Dezember, ne, im Oktober, Entschuldigung. Ja, also die Angular und Vue-Konferenz, wo man natürlich auch als Java-Entwickler mit als Teilnehmer dazugekommen darf, um die Community kennenzulernen und so weiter, wenn du möchtest. Und die ist eben in Bonn. Das heißt, es wäre sogar akzeptabel wahrscheinlich mit der Reisezeit für dich. Nur mal so erwähnt. Nein, wir kriegen das bestimmt noch mal irgendwie hin, dass wir uns irgendwann noch mal treffen. Guck mal, Ja. der Tobias Struckmeier ist da. Hi, Tobi, Hi, schön, dass du da hi, bist. Tobi. Den kennst du auch, ne? Ja. Der ist gerade reingekommen. Okay, ja, sehr cool. Genau, also wenn ihr in eurem Projekt absolute Java-Power braucht oder Java- und Test-Power braucht, dann könnt ihr gucken, ob ihr Birgit bei euch ins Projekt reinkriegt als Freelancerin und ob sie Zeit für euch hat. Dann müsst ihr genau auf die Webseite gehen. Warte, Birgit Kratz. Birgitkratz.de. Gibt es auch in Englisch. Da sind alle meine Kontaktdaten. Sie ist jetzt nicht mehr brandaktuell. Ich muss mich endlich mal hinsetzen und mal wieder mein CV aktualisieren, aber. Genau, und ich paste mal ihre Webseite auf jeden Fall in den Chat hier. Da findet ihr auf jeden Fall dann alles über Birgit da. Da könnt ihr auch ihre Kontaktdaten und so weiter. Du bist auch bei in den sozialen Medien, also sprich bei den relevanten bist du auch irgendwie noch zu finden, ne? Sowas wie LinkedIn habe ich gesehen, bist du. Ja, bei Und LinkedIn, bei Xing, bei. Ich habe auch noch einen Twitter-Account, ich habe irgendwo einen Mastodon-Account. Ja, was man so. genau, die Kontaktdaten sind auf jeden Fall auch bei dir auf der Webseite dann auch hinterlegt, habe ich gesehen. Obwohl Sehr ich da gut. nicht mega aktiv bin. Ich bin wahrscheinlich die. Das ist das so ein Generationending. Ich bin irgendwie 20 Jahre zu alt für sowas. Und, ach genau, ganz wichtig, man findet Birgit natürlich auch bei uns im Discord. Okay? Genau. Das heißt, wenn ihr auf den Discord-Server kommt oder dort seid, ne, da ist nochmal der Link dazu. Dann könnt ihr natürlich dort auch irgendwelche Fragen stellen zu Java oder zu Testing. Oder viele, die aus dem Chat auch hier sind, die sind auch bei uns auf dem Discord-Server. Bei mir könnt ihr natürlich Fragen lassen in Richtung JavaScript und Angular natürlich, Testing, ArcGIS und so weiter. Bei Birgit ja die ganzen Themen, habt ihr gerade gesehen. Da lasst gerne Fragen dort und genau, sagt Hi, wenn ihr dort seid. Ich bedanke mich bei dir, Birgit. Es hat mir super viel Spaß Danke. gemacht. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß. Ja, ich hatte Spaß, absolut. Das ist doch mega. Danke für Und die Einladung. genau, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, nochmal Erinnerung, die Tickets für unsere Angular- und Vue-Konferenzen sind zum Verkauf gerade. Ne? Das heißt, ihr könnt euch dort Tickets ziehen. Es wird nochmal eine kurze Zeit geben, wo sie noch mal ein bisschen runtergesetzt wird. Da wird quasi der zweite Slot wird noch mal rausgehen, wo wir ein paar Rabatte drin haben. Aktuell sind wir gerade alle, also wir, die in der Jury sind, gerade dabei, uns die ganzen Einreichungen für die Talks anzugucken und für die Workshops und so weiter. Da habe ich heute den ganzen Tag habe ich nur Abstracts durchgelesen und die bewertet, ob ich die gut finde oder nicht.
Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe quasi den Vue-Teil habe ich gerade komplett geschafft und habe gerade angefangen mit dem Angular-Teil. Und der Angular-Teil dauert auch nochmal gefühlt, weiß ich nicht, ich muss mal gucken, ob ich es diese Woche überhaupt schaffe. Also es sind, glaube ich, 180 Einreichungen gewesen. Unfassbar. für, ich glaube, es waren 180 für Angular. Und für Vue waren es, glaube ich, knapp 100. Auf jeden Fall, die habe ich heute alle durchgeguckt. Ein paar coole Sachen bei. Genau, wir hatten letzte Woche hatten wir ein hatten wir die Jury und Teile von der Jury hier im Stream und haben eben erklärt, wie unser Prozess läuft und so weiter. Das heißt, wer letzte Woche das geguckt hat oder sich das Video angeguckt hat bei YouTube, der weiß, was ich jetzt gerade tue. Ich gucke mir jetzt gerade die ganzen Sachen an. Cool, dann vielen Dank für deine Zeit und für deine Geduld Gerne. und für dabei, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und dann winken wir einfach mal zusammen in die Kamera und sagen Tschüss an alle, die dabei waren. Vielen Dank. Eine schöne Woche euch allen, eine erfolgreiche Woche und dann beende ich den Stream. Bis dann. Ciao.